So, meine lieben Freunde, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Ich hoffe, mein Husten hat sich so ein bisschen akklimatisiert. Falls nicht, bitte ich das direkt schon wieder zu entschuldigen. Wir sind in Feralas, finally angekommen. Noch vergleichsweise weit im Norden. Und wir werden uns jetzt langsam Richtung Süden und hier auch ja, in dieses Hauptgebiet von Feralas vorarbeiten. Ich habe keine Ahnung, was für Quests uns hier erwarten werden auf Hordenseite. Ich kenne das hier wirklich nur auf Allianzseiten, aber wir haben ja auch schon in Desolace gesehen, dass sich die Quests sehr oft überschneiden. Gerade in Desolace hatte ich irgendwie kein Gefühl, dass es einen Unterschied zwischen Allianz und Horde gibt. Es war alles irgendwie das gleiche Wirrwarr. Ich hatte überall irgendwie solche leichten Nostalgie-Momente, wo ich dachte, hey, das habe ich doch schon mal gemacht. Das habe ich doch schon mal gemacht. Und so weiter. Und so fort. Ich denke, das wird hier genauso, letztlich genauso sein. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, erstmal eine Instanz zu gehen. Ich werde erst Level 40 machen und nachdem ich Level 40 bin, werde ich mir nochmal überlegen, ob ich eine Instanz gehe. Beziehungsweise dann werde ich ziemlich sicher bald mal eine Instanz gehen. Und mit Level 40 müssen wir übrigens auch quasi Standepede zurück in die Hauptstadt, um dort 40er reiten zu lernen. Also 100% reiten dann entsprechend. Weil es nämlich auch ein bisschen nervt, hier die ganze Zeit diese Krüppelviecher zu haben, die eigentlich immer nur so auf einem halben Bein laufen. Und dann möchte ich doch gerne ein bisschen mehr Geschwindigkeit, wenn es geht. Ja, mal schauen. Gut. Wenn es soweit ist, klären wir mehr. Was führt euch hier? Zeichen des Wandels. Eine üble Krankheit hat die Kreaturen unseres Waldes heimgesucht. Zuerst dachte ich, es wäre einfach eine der Tücken der Natur, aber der Krankheit scheint kein Heilungsprozess zu folgen. Die Hirsche des Waldes, die normalerweise sehr stark und friedlich sind, haben am meisten gelitten. Einige finden in ihrer Schwäche ihr Ende. Andere sind tollwütig und sehr gefährlich. Um die Geister zu befragen und mehr über die Krankheit in Erfahrung zu bringen, benötigen wir die Geheie der Hirsche. Mögen die Vorfahren euch schützen. Also irgendwie solche Szenarios-Quests. Hört die Geschichte eines Ältesten. Ich habe viel zu erzählen. Zu meiner Zeit war ich ein erfahrener Jäger. Es gab keine Kreatur, die ich fürchtete, bis ich war draußen im Wald, um nach einem heftigen Kampf meine Klinge zu schärfen, als ich in einen Hinterhalt geriet. Harpchen umzingelten mich und ich schaffte es kaum, mich in Sicherheit zu bringen. Selbst heute noch kann ich das Echo ihrer Schreie vernehmen. Danach war ich nicht mehr derselbe. Aber der Hass kocht in meinem Inneren. Ich will Rache. Auch nach all diesen Jahren. Die Harpchen der Nordschwing leben westlich von hier. Rächt mich. Auf bald. Dunkles Herz. Idana Hasskralle ist die Königin der Nordschwing, die in den Ruinen im Westen zu Hause sind. Sie ist das vollkommene Böse. Ich habe gehört, dass sie ein Herz aus Kristall hat. Sie ist bare jeglicher Emotionen, außer dem Hass, den sie für alle anderen fühlt. Ihr müsst euch Idana stellen und mir... Seid vorsichtig. Du dummer Wie Penner. Kann ich euch helfen? Es geht doch schon wieder los hier. Geht in Frieden. Ihr müsst euch Idana stellen und mir ihr dunkles Herz zurückbringen. Ich habe von einem Horn gehört, das die Harpien tragen. Wenn es bei den Hasskrallensteinen im nördlichen Teil der Ruinen geblasen wird, wird die Königin beschworen. Kenne ich die Quest. Stellt euch ihre Überraschung vor, wenn es nicht die Iren sind, die auf sie warten, sondern ihr Tod. Genau die gleiche Quest, mit wahrscheinlich einem anderen Questinhalt, Questtext, habe ich schon mal auf Seiten der Allianz gemacht. Ganz klar. Ganz, ganz klar. Ein Klassiker. Also da gibt es doch diese Überschneidung. Also, wann kriegen wir das erste Mal wieder Crusader? Ne? Ich muss näher ran. Wann kriegen wir wieder Crusader? Wo ist Crusader? Das ist zu weit entfernt. Ich brauche noch keinen eins. Crusader. Kein Crusader Proc. Ich bin außer Reichweite. Und das nach zwei Mobs. Was ist hier los? Nach drei Mobs immer noch kein Crusader. Kinder. Ich muss näher ran. Ich habe das irgendwie weniger? Crusader ist drauf. Das ist zu weit entfernt.
okay. Das war. Ah, jetzt haben wir Crusader. Finally. Crusader ist natürlich auch nicht mehr so stark, wie es noch auf Level 19 oder so war, weil diese 100 Stärke natürlich jetzt immer im Verhältnis gerechnet werden. Und 100 Stärke auf Level 19 sind halt mehr als 100 Stärke auf, bringen mehr als 100 Stärke auf Level 39, also jetzt im Verhältnis zu den restlichen Stats, die man hat. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Da hinten ist eine. Mir jedenfalls angezeigt. Eisen? Natürlich Eisen. Was sollte es denn sonst sein außer Eisen? Also bis jetzt Omega oft prockte Crusader bis jetzt nicht. Just saying. Ein einziges Mal bis jetzt. Ich habe kein Ziel. Wo ist denn der Big Boss? Okay, da hinten. Nicht mal in diese Richtung aufbrechen. Nicht, bevor ich hier einmal nochmal die Ringe geworfen. What the fuck? Warum kann ich nicht aufmachen? Kinder, Kinder. So, da muss ich irgendwie hoch. Warte mal eben kurz, bis ich den Jump hab. Ach ne, geht auch so, hä? Ja. Vergesst es. Ich bin außer Reichweite. Eine normale Harp hier. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. 6 von 6. Oh, da oben ist noch eine Mine. Auch die nehme ich mit. Bin mal gespannt, was, wenn ich mich das nächste Mal dann, also morgen oder so, einlogge. Aufnehme, wenn ich dann morgen aufnehme. Aufnehmen sollte. Wie viel ich von dem ganzen Schund, den wir vorhin eingestellt haben, verkauft habe, also im letzten Part eingestellt haben. Ich muss gerade wieder in Relation denken. Bei euch ist jetzt ein Tag vergangen, für mich keine 10 Minuten. Ich habe kein Ziel. Okay, die brauche ich noch. Also, tut mir leid, Leute. Crusader ist ja mega spartanisch gerade. Jetzt, wenn er ein bisschen ein Mosern ist, dann kommt der Proc hier. Muss dann wohl einfach nur oft genug rummaulen. Oh, da ist aber noch eine Mine. Hier ist übrigens das Horn, das wir brauchen. Da habe ich auch auf Allianz-Seiten immer. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gequestet habe. Ist Ewigkeiten her. Locker ein paar Jahre. Und da war ich hier zu doof, den Questtext zu lesen und ins Inventory zu gucken. Und ich dachte, ich muss hier irgendwo was anklicken. Hat nicht funktioniert. Ich habe diesen Mob hier gesucht, hat es nicht funktioniert, habe es nicht gefunden. Und dabei braucht man hier einfach nur dieses komische Horn, das man von einem der Ads hier bekommt. Ich weiß nicht, welches Viech es droppt. Hier, die Windruferin. Die droppen es. Ich habe kein Ziel. Zack, sehr schön. Jetzt habe ich mir noch die Mine. Ich wollte gerade sagen, das sieht aber nicht nach Eisen aus. Silber, Ladies and Gentlemen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Appreciate it. Silber ist sweet. Silber ist sehr sweet. Ich meine es ja nicht mal unbedingt jetzt vom Gold, ja? 9 Gold pro Stück auf diesem Server at the moment. Das ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, boah, nice. Mega viel. Aber so ein Verhältnis. Einfach mal
abwechslungsmäßig was anderes zu finden, außer die ganze Zeit Eisen. Eisen, 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 Eisen. Oh, Eisen. Ja. Nein, es gibt jetzt auch mal Silber. Finde ich einfach schön. Am liebsten würde ich ja mal wieder eine Goldader sehen, aber die ist halt echt. Ich bin mir nicht sicher, ob in diesen Gebieten Gold tatsächlich gefunden werden kann. Wenn es doch eine Möglichkeit, wenn es doch irgendein Item gäbe, meinetwegen auch im aktuellen Content. Ich meine, es ist Gold, das Element schlechthin. Und ich finde, da müsste man eigentlich sagen, komm, es muss irgendwelche Gegenstände geben, die man craften muss. Oder für irgendwelche Sachen, die man herstellen muss. Müssen ja keine Rüstungsgegenstände sein. Irgendetwas. Für irgendetwas braucht man Gold. Goldbarren. Golderz. Und wenn das wirklich der Fall wäre, dann säße ich hier wirklich auf einer wortwörtlichen Goldader. Weil dann wäre Gold verflucht wertvoll. Weil Gold bekommt man wirklich ausschließlich, wenn ich das richtig weiß, wirklich ausschließlich durch diese Minen. Und nennt mir mal einen Spot, wo man Gold regelmäßig fangen kann. Das ist ja wie Elementium-Erz aus, Eternium-Erz aus Burning Crusade. Genauso selten. Das Eternium braucht man halt einfach für mehr Sachen. Das Gold halt überhaupt nicht. Es gibt nichts, was man mit Gold machen muss. Alles, was man Gold machen kann, kann man auch mit anderen Erzen irgendwie ein Äquivalent herstellen. Also man braucht jetzt Gold nicht unbedingt irgendwie, um den Beruf hochzuskillen. Ich meine, ich glaube, ich habe es mal gemacht, dass ich einen Gold-Dietrich oder so, was war ein Silber-Dietrich, ne? Nicht ein Gold-Dietrich. Ich habe keine Ahnung, was man mit Gold macht. Auf jeden Fall nicht viel, ansonsten, und auch nichts Elementares, ansonsten wäre der Goldpreis weitaus höher bei der Seltenheit, als er jetzt im Moment ist. 8 Gold. Ne? Obwohl er tatsächlich 14,5 Mal täglich verkauft wird im Schnitt. Wundert mich. Wenn ihr wisst, was man aus Gold macht, was man wirklich regelmäßig noch benötigt, außer jetzt irgendwie nur so einen Beruf hochskillen, das zählt, das müdet nicht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mir würde jetzt gerade nichts einfallen. Ich brauche ein Ziel. Mir würde jetzt gerade nichts einfallen, wofür man Gold eventuell benötigen könnte. Ich brauche ein Ziel. Aber wenigstens droppt es nicht ganz beschissen hier. Die Taleule. Ja, ich bin außer Reichweite. Ich erledige mich, dass die mir nachher in den Rücken fällt. Ich muss näher ran. Kirschnerbar ist die nicht. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. 44. Halleluja. Und da gibt es sogar jetzt endlich, finally, einen AOE-Kniff. Ich habe den Wirbel. Entfesselt ein Wirbel aus Stahl, der allen Gegnern innerhalb von 8 Metern 138 körperlichen Schaden zufügt. So, und Dungeons. Ja, noch Uldaman ist noch dazu gekommen. Als mögliches Dungeon. Weil man halt gegen Single Targets echt nicht anwenden, da macht's einfach nicht genügend Schaden. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Brauche ein Ziel. Infiziertes Hirschgeweih. Droppen nicht so toll, wie ich es gerne hätte. Aber
ich denke, ich kann mich jetzt hier auch unbesorgt ausloggen. Wobei, ich glaube, ich nehme doch lieber den Punkt da oben. Oh, schön. Liebe Leute, ich mache hier Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter hier mit Let's Play World of Warcraft im Firalas. Irgendwann dann demnächst auch mit Dungeons. Das ist versprochen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Wir hören uns. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.